Recht herzlich willkommen zur 96. Folge von City Skylines. Ja, wir hatten letztes Mal das Müllproblem ja angeguckt und noch verschoben. Wir können nochmal gerade rüber gucken, aber überall sind die Deponien noch voll, beziehungsweise werden noch entleert. Und wir müssen gucken, dass wir sie dann leer kriegen, ne? Keine zu verschieben, alles gut. Ja, gut nicht, aber... wir müssen gucken, dass es klappt. So, hier hinten haben wir sie verschoben. Die sind alle zugange. Jetzt gucken wir mal gerade rein. Okay. Auf der Seite ist natürlich schon wieder voll der Verkehr. Stau. Hier drüben läuft es ein bisschen besser. Aber dafür ist hier, hat sich nichts geändert in dem Sinne. Die Karawane ist sogar noch länger geworden, glaube ich. Und auf der Seite sieht es auch nicht viel besser aus, oder? Obwohl. Jetzt wollen die alle hier auch rein. Naja. Mal gucken, dass wir es hinkriegen, ne? Wenn hier einer leer ist, dann müssen wir den mal verschieben. Und wir müssen gucken, dass wir das hinkriegen mit den Straßen, dass wir die da auch anders positionieren. Gut. Interessant, wie das Licht hier angeht. Ja, wir haben hier eine Anbindung an die Straße und dann mit der Autobahn darüber. Vielleicht sollte man hier noch was machen. Und darüber würde irgendwo vielleicht einen Sinn ergeben, ne? Aber welche Straße ist hier so groß, dass die den Verkehr aufnehmen könnte? Diese hier ist ja schon relativ groß, ne? Hier hinten ist Ende. Ja, wir müssten hier auch rüber, wenn, ne? Und was haben wir hier für eine Straße in dem Sinne? Es regnet, okay, deswegen glänzt das so. Was haben wir für eine Straße? Eine Autobahn ist es ja nicht. Das wäre diese hier wahrscheinlich, ne? Müssen wir gucken. Ich würde sagen, bis dahin. Dann eine Etage höher. Dann über die Straße. Warte, da ging irgendwo was. Dann runter. Und dann geht's weiter darüber. Das würde funktionieren auch. Was macht unser Geld dann? So viel Geld haben wir gar nicht über zur Zeit, ne? Sollte man hier eine Auffahrt machen? Würde sich anbieten irgendwie, ne? Muss wohl weiter vor. Muss noch weiter vor, oder was? Oh, Gewitter. Warum macht er das jetzt nicht? Ist auch interessant. Wenn ich das jetzt hier so mache, ne? Und dann so. Irgendwie ist das auch immer doof mit dem Drauffahren, ne?
kannst du schon wieder das letzte Stück abreißen, weil das irgendwie nicht funktioniert. Geht nur so, ne? So, Auffahrt wäre hier. Da jemals einer langfährt, ist noch eine andere Frage, ne? So. Würde so gehen, ne? So, Auf- und Abfahrt kriegen wir auch hin. Die Frage, ob sie so funktioniert. Ich sehe jetzt gerade nicht, ob es eine Auf- oder eine Abfahrt ist, ne? Es wäre eine Auffahrt. Wir haben sie dann falsch rum angeschlossen, ne? Ist klar. Gut, dann ist weg. Funktioniert so nicht. So, auf ein neues, aber diesmal von der Autobahn runter. Das letzte Stück kann schon wieder abgerissen werden. Klappt nicht ganz. So, und jetzt ist der Salat, dass es da nicht angeschlossen geht. Das ist jedes Mal das gleiche in Grün. Warum geht das nicht? Tja, wenn ich den wegnehme, kriege ich es dann hin. Und das geht auch nicht. Doch, jetzt geht's. Okay. Das bedeutet, die Seite ist angeschlossen. Und hier haben wir jetzt eine Auffahrt, das heißt, wir brauchen noch eine Abfahrt. So, das hat auch diesmal geklappt, sogar auf einem Weg. Gut, das heißt, die Straße ist jetzt hier angeschlossen. Das heißt, es können auch Fahrzeuge hier lang fahren und da drauf kommen. Und bin ich gespannt, wann irgendwer das merkt, dass man darüber fahren kann. So, Geld fließt zurzeit. Da ist dann jetzt wirklich die Frage, ob wir diese Straße hier nicht dann doch darüber ziehen, ne?
Ich würde es jetzt so machen, ne? Mach's mal so, ne? Immer noch Windräder. So, da lang. So, angeschlossen. Da fehlt es an Strom jetzt. Dann müssen wir da noch nachbessern. Obwohl, geht einfacher, wenn wir da Häuser bauen. So, Wasser brauchen sie auch. So, das reicht erstmal. Fließt das Wasser auch? Ja, sieht so aus. Aber Verfügbarkeit wird schon schlechter. Muss man da überlegen, ob wir hier noch eine Pumpstation hinkriegen, ne? Hier könnte man das sogar machen. So, drei Stück. Connecten wir erstmal untereinander und dann da angeschlossen und schon müsste es gleich wieder besser werden. Ja, alles gut. Wie sieht es mit dem Strom aus? Da sind wir hingezogen, das bedeutet auch, der Strom wird fließen, oder? Genau so sieht es aus, wunderbar. Und da fahren tatsächlich schon Autos lang. Ja, ist doch super, oder? Das ist doch schon mal super. Von hier kommt auch einer auf jeden Fall. Und die Müllabfuhr fährt. Gut. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Straße aus. Das ist jetzt hier kein Platz mehr. Okay, dann müssen wir den leer machen. Aber der ist leer. Das heißt, den können wir mal gerade verschieben. Das wären dann drei Felder da. Den müsste ich hier hinsitzen. Geht aber nicht, weil die Straße nicht gebaut ist. Also erst Straße bauen. Ist das so richtig? Ich will es hoffen. So, auf ein neues. Verschieben. Dahin. Und in Betrieb nehmen. Passt. Lass mal gerade umblättern. Das ist 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind das. Das würde bedeuten 3 Straßen. 1, ja, das passt dann, ne? Nach da, nach da. Alles geht. Müsste mit der Müllabfuhr funktionieren. Den lassen wir weg auf der Seite, aber auf der Seite können wir es definitiv schon mal verbinden. Und da müssen wir dann auch nochmal überlegen. Hoch. Über die Brücke drüber weg. Habe ich jetzt
Ne, ich habe schon 2 Stufen hoch gemacht. Das war doof, das wollte ich gar nicht. Eine reicht. Wisst ihr was? Es ist besser, gerade Straßen jetzt hier zu ziehen. Und ich glaube, das reißen wir nochmal ab. Das machen wir nochmal. So. So, ein hoch. Rüber. Ne, da können wir schon mal rüber so machen und dann wieder runter. So. Da ist schon okay, aber da kommt eine Kreuzung hin. Machen wir erstmal so. Gut, das lassen wir so. Jetzt wollen wir nur wissen, wie es da geht. Das ist eine Autobahn. Ja, müssen wir weiter schauen dann. So, hier ist noch alles gut. Einmal die Karte so drehen, dass wir sie wieder so haben, wie wir sie immer haben. Da ist noch nichts voll. Da auch noch nicht. Da oben war noch was. Da ist alles noch nicht voll. Hier ist noch nicht, da ist auch noch nicht. Hier war noch was, auch noch nicht. Hier. Aha, da haben wir schon was. So, dann können wir den auch verschieben. Kommt noch hier drüben hin. Passt. Kann auch benutzt werden. Und wo war das? Hier unten war das. Da. Auch verschieben. Passt der da jetzt nicht hin oder wie sehe ich das? Okay, aber knapp daneben geht auch. So, auch verschoben. Dann wird das da auch weniger. Die sind noch am Arbeiten, die auch noch. Und sonst wüsste ich gerade nicht, wo noch was ist. Da ist Friedhof mit keinem Platz mehr. Gut. Das läuft erstmal. So, was sagen die anderen Sachen? Hier ist auch noch wieder was. Friedhof mit keinem Platz mehr, müssen wir auch bearbeiten. Das sieht nur alles gut aus. Hier ist noch ein bisschen Dreck, auch im Industriegebiet ist dreckig, ist auch klar. Was ist das für ein Symbol da? Nicht genügend Kunden, das ist bestimmt Bio-Supermarkt, genau so sieht's aus. Ja, die wollen alle kein Bio. So, gut. Was macht unser Dreck eigentlich umweltschmutzmäßig? Ah, ne, denn wo sehe ich den? Ne, den Dreck, den sehe ich tatsächlich nur, wenn ich gar nichts anzeige, ne? Gefällt mir natürlich nicht so sehr, ne? Das sind jetzt hier die Kraftwerke. Wasseraufbereitungsanlagen sind das. Das ist Frischwasser. Ich glaube, es ist nicht mehr so schlimm, ne? Aber es könnte besser sein, ne? Wir versauen da doch noch ziemlich viel. Naja, aber es geht auf jeden Fall hier schon mal ein Stück voran. Gucken, wie sieht das hier mit dem Müllwagen aus? Naja, die sind noch nicht entzerrt, oder? Ne, das sind noch lauter Müllwagen, die da noch in der Schlange stehen. Zuletzt war das nur bis unter der Brücke, das ist jetzt aber schon bis hierhin durch den Tunnel. Super, hm? Wie sieht das hier aus? Wird das da benutzt? Okay, hier fahren auch Müllwagen durch die Gegend, wie man sieht.
Komme aber gar nicht hierher. Doch, da gibt's auch welche. Ja, okay. Da sind doch einige Müllwagen auch unterwegs. Sollte also klappen. Gut, wir müssen gucken, dass wir es weiter entzehren. Und dann wird das vielleicht was hier, dieses hier noch verlängern oder sowas. Da müssen wir gucken, dass wir da auch weitere Anbindungen an die Stadt kriegen. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.